Nein. Nein. Radio kann ich ein- und ausschalten. Ah. Ich Idiot. Ich Idiot. Und ich laufe hier durch die Gegend und suche. Na egal. Oh. Na, jetzt habe ich es wenigstens geschafft. Und noch eine Halle. Und tschüss, mein Freund. Du hast die längste Zeit gelebt. Tabulator. Und tschüss. Und wieder ein Versuch zu schleichen. War das jetzt gerade ein Alarm oder war das? Das war knapp. Und nochmal knapp. Und hier muss ich, glaube ich, hin. So, einmal durchgekommen, ohne entdeckt zu werden. Ich bin ein Held. Stehen wir hier noch länger rum? Nein, die müssten gleich von der Wache zurückkommen. Oh. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist jetzt... Oh, da ist noch einer. Das ist ein MG-Nest. Fuck. Das habe ich ja mal gar nicht geschnallt. Zum Glück habe ich die Scheiße überlebt. Ich dachte schon, mit wem unterhält er sich da? Naja. Das war ja wieder mal besonders clever von mir. Okay, ich mache jetzt wieder einen auf aggressiv. Alter, aufhören sich so schnell zu bewegen. Warum geht meine Framerate jetzt auf 13 runter? Das ist doch scheiße. Ich hoffe, die Videoqualität stimmt gleich noch. Alter. Lassen wir sie bezahlen. Ein Geschenk für dich. Ich bin getroffen. Umzingelt ihn, Kapitän. Klasse. So, ich habe einen Speicherpunkt und ich mache hier mal kurz aus, weil meine Framerate gerade tierisch in den Keller geht. Wir sehen uns gleich. So,
Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr hängt. Weil wenn in-game hängt, ist nicht. Das ist einfach nur meine Framerate, die gerade bei 12... Warum? Zum Teufel. Ich verstehe es nicht. Ich habe gerade schon mal neu gestartet und alles, aber... Anscheinend... will mein Aufnahmeprogramm gerade nicht so wirklich. Ich muss dann im Nachhinein entscheiden, ob es so schlecht ist, dass ich nochmal neu aufnehme oder ob es mir dann doch egal ist. Jetzt bin ich wieder bei 20. Weißt du, das ist... muss man nicht verstehen. Naja. So ist das mit Computern, man versteht es nie. Oh. Hallo mein Freund, du hast deine besten Tage auch hinter dir, oder? Muss ich gar nicht da lang? Wow. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Moment mal, Artyom, bist du das? Was ist das denn jetzt? Hey, dieses Spiel besteht nur aus Zufällen. Ich konnte über meinen alten Bekannten, André, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Ja. Das heißt, den Auftrag muss er auf jeden Fall noch erfüllen, oder was? Werden wir mal gucken. Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg. Hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche in den Schimpfen. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Er hat eine schicke Behausung hier. Was mich betrifft, ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetsky Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetsky Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal... dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Das ist doch sie mal ein nettes Fahrzeug. Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein. In Ordnung, Motor starten. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. So, ich werde jetzt hier zwischendurch mal aussteigen, damit ich mir die Räume angucken kann, wo wir hier langfahren. Ist ja schon mal geil, dass wir jetzt nicht zu Fuß laufen müssen. Hier hat mal jemand gewohnt. Die
Die Betonung liegt auf Hut. Sieht nicht mehr so gesund aus alles hier. Ah, krass. Ja, ich schieße zu wenig mit dem Schrotgewehr, deswegen habe ich davon die Munition immer voll. Ich kann hier tatsächlich alle 10 Meter anhalten. Alles, was es zu sehen gibt. Oh. Scheiße. Das ist die Frage, ob es intelligent ist, hier reinzugehen. Aber ich bin ja gut ausgerüstet. Mal alle Spinnenweben abfackeln, die verlangsamen immer so. Oh, oh, ich bin der Erste. Oh, oh. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen hier. Ich starte noch meine Lampe auf. Ja, die sind schon wieder fast leer. Das sollte ich vielleicht vorher machen, bevor ich in solche Räume hier reingehe, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Ich bin in der Decke gekommen. Ja, genau. Sterb einfach. Oh, scheiß Spinnenweben, die mir immer sowas von auf den Sack verlangsamen, so krass. Alle vernichten. Komm ich hier gleich mal wieder schwer raus. Wenn irgendwas schief läuft. Von wo da? Können wir langsam sterben? Noch mehr Spinnen, ey. Ich hab doch gerade hier alles abgefackelt. Ich bleib immer überall hängen. Das ist ungesund auf Dauer. Ja, meine achtbeinigen Freunde, wo seid ihr? Jetzt heißt es, ich bin wieder respawnen hier nach einer Zeit. Hier gerade eben alles abgefackelt. Ah, krass, die laufen über die Decke lang. Ich will meine Lampe aufladen.